auch schon ein paar Mal. Ja, da ist fertig. Kommt, Leute! Kommt, Leute. Ab. Ah, willst du mit rüber? Ja, klar. Okay. Hab mit, los. Oh, ich bin schon fast verhungert. Komm, beeil dich. Ich hab einen Bärenhunger. Los, Jungs. Ah, zugreifen. Richtig. Hey, hast mir auch noch was. Mal sehen. Hast du auch Salat? Ja. Geht kein Salat, was zum Gemüse? Oh, kommt schon. Hier wird niemand verhungern. Oh, ist der da? Dad! Kann ich gar nicht entscheiden. Immer langsam. Was denn? Was soll denn da sein? Ein Boot. Komm, wo denn? Ich seh nichts. Guck mal. Hey, Conny. Hey. Was haben wir hier? Ist schwer zu sagen, Boss. Werfen Sie selbst einen Blick drauf. Amy LaFoy hat sie als Erste entdeckt. Dann hat sie ihre ganze Familie dazu gerufen. Könnte eine Weile dauern, bis hier jemand wieder schlafen kann. Ist sie hier aus der Gegend? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Haben Sie sowas schon mal gesehen, Boss? Ist der Gerichtsmediziner schon verständigt worden? Mhm. Carl Telson sollte sich das vielleicht mal ansehen. Der ist in Iowa bis zum Ende des Monats. Jacob ist auf dem Weg. Ja, daneben der. Jacob? Hawkins. Der Chief von Lone Crow. Echt schöner Wagen. Für dich geht's also bald in die Großstadt, ja? Ja.
Ich habe noch eine Woche. Wundert mich, dass es so lange gedauert hat. Was sagt Meg dazu? Ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört. Schon lange? Was heißt das? Du hättest gerne täglich von ihr gehört? Also, was hast du für mich? John Doe in einem Kanu. Schlimm zugerichtet? Sonst hätte ich dich nicht herbestellt. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was wir haben. Heilige Scheiße. Ja. Wo sind seine Knochen? Möglicherweise könnten es ja vielleicht Tiere gewesen sein, oder? Tiere? Dann wären hier Knochenfragmente und Splitter. Wo habt ihr ihn gefunden? Das waren keine Tiere. Und Käfer würden Kokonhüllen hinterlassen und Gewebe. Die Innereien dieses Mannes sind völlig zerfetzt. Sieh dir das an. Wonach sieht das für dich aus? Ist das ein verfickter Extrafinger? Sieht ganz so aus, als wäre dein Kumpel entstellt worden. Das macht es einfacher für dich. Na klar, dadurch geht alles natürlich viel schneller. Jake, was ist das? Stell das bitte weit weg von mir. Okay. Wieso? Weil ich's widerlich finde, deswegen. Zur Todesursache wissen wir noch nichts Eindeutiges. Jacob war in der Thunder Bay, Gewebeproben machen, aber es gab einen glücklichen Zufall. Unser John Doe. Cole Parsons. Der Name des Toten. Lon Yazi hat sich vor Tagesanbruch seine Fuchsfalle angesehen und das hier gefunden. Es gehört Dr. Cole Parsons. Er war eine Art Physikgenie mit eigenem Labor an der Universität in Ozark. Ist in Oklahoma. Und was wollte er hier? Vor 15 Monaten hat er ein Haus am Lynx Creek angemietet. Lynx Creek? Das ist mitten im Nirgendwo. Da draußen gibt's doch weit und breit nichts außer Büsche. Doch, ein Haus. Laut schriftlicher Vereinbarung ein ziemlich großes. Er charterte ein Boot, das ihn dann dorthin brachte. Von einem Einheimischen? Mac Fulbright. Großartig. Ich habe ja schon immer gesagt, dass du besser schießen kannst als ich. Officer Harkins, habe ich das Gesetz gebrochen? Also, wie ich sehe, hast du einen neuen Kumpel. Ja, die Familie wird immer größer. Hey, Lester, das ist John Harkins, Chief von Lone Crow. Zumindest für den Augenblick. Ich dachte mir schon, dass du es gehört hast. In so einer kleinen Stadt haben es sogar die Waschbären vernommen. In den Süden versetzt, ja? Die Großstadt hat dich doch schon immer gereizt.
Und dazu möchte ich dir gratulieren. Ehrlich gesagt, bin ich beruflich hier. Du hattest damals diesen Job, war vor circa einem Jahr. Der Typ hieß Cole Parsons. Ja, der Wissenschaftler. Was ist mit ihm? Wurde heute tot aufgefunden. Oh. Was ist passiert? Das kann ich noch nicht genau sagen. Würdest du, wenn du es könntest? Was weißt du noch über ihn? Er schien anständig zu sein, irgendwie distanziert. Er wollte zum Lynx Creek und er hat ein paar große Holzkisten mitgenommen. Und Equipment, jede Menge. Und was für Equipment war das? Das ging mich nichts an. Nicht dran gedacht, ihn zu fragen? Sagt der Mann, der es nicht für nötig hielt, mir zu sagen, dass er sich aus dem Staub macht? Ich sollte jetzt weiter zum Lynx Creek, mich dort etwas umsehen. Bräuchte jemanden, der mich fährt. Jemanden, der sich, naja, der sich dort auskennt. Connie? Ja? Weißt du von der Vermisstenanzeige? Hm? Von Parsons kleiner Tochter? Ja. Soweit ich weiß, wird sie noch vermisst. Die Vermisstenanzeige wurde nie entfernt. Ich warte auf einen Rückruf vom Chefermittler. Was ist mit den Eltern? Wurde das geklärt? Ja, ich glaube schon. Linda Parsons, das ist die Ehefrau, war nicht im Land, als es passierte. Und Dr. Parsons war so verzweifelt, dass sie ihn ruhig stellen mussten. Jetzt trainierst du also Hunde? Ach, ist nur ein Hobby. Leute durchs Buschland zu lotsen, ist immer noch mein Job. Ist eine interessante Umschreibung. Der gleiche Jake wie immer. Sind Sie sicher, Boss? Was meinen Sie? Einfach alles. Bleiben Sie für mich erreichbar, okay? Mhm. Na, dann sind wir hier ja wohl am Ende der Straße angekommen. Weiter können wir hier nicht fahren. Ich war mit Parsons im Mai hier, als das Wasser ziemlich hoch stand. Es war nicht leicht, einen Weg zu finden. Ah, ein Fischerboot? Wir sind nicht zum Fischen hier, Jacob. Wie lange werden wir bis zum Haus brauchen? 1,5 Stunden. Wir können ja hier bleiben und morgen fahren, wenn es dir lieber ist. Hast du Scheinwerfer? Klar. Eine Plane? Nein. Lass uns jetzt losfahren. Wenn da jemand auf uns wartet, willst du echt im Dunkeln dahin? Du hast den Chief von Lone Crow dabei. Mach dir mal keine Sorgen.
schwören, jemand hat was von einer Stunde gesagt. Hey, Conny. Neuigkeiten? Ja, einige, Boss. Das erste ist dieses Insekt. Die Wespe, die auf Parsons Leiche gefunden wurde. Naja, die war gar nicht tot. Soll ich sie ins Labor schicken? Ja. Es hat jedoch keine Priorität. War das schon alles? Ich konnte die Ehefrau bisher noch nicht lokalisieren, aber ich habe mit einem Hilfs-Sheriff gesprochen, der den Fall kannte. Und der sagte mir, dass Linda Parsons nach dem Verschwinden ihrer Tochter zusammenbrach. Sie war 3 Monate in einer Psychiatrie. Ist doch keine Schande. Nein, aber erwiesenermaßen machte sie eine Erfindung ihres Mannes für das Verschwinden verantwortlich. Wie war das? Du eine Art Maschine. Ich habe die eidesstattliche Aussage per Fax geschickt. Conny, was? Dieses Ding, das mein Mann gebaut hat, nahm mir mein kleines Mädchen. Was? Hawk, hören Sie mich noch? Gute Neuigkeiten? Nein, es ging um irgendein Insekt oder sowas. Sag mal, könnt ihr das auch hören? Ja. Käme es aus allen Richtungen. Mein Leben lang. Insekten lieben mich einfach. Mac, was war das? Was auch immer es war, ist es weg. Wir müssen den Pfad dann nehmen, 100 Meter, dann kommt eine Lichtung. Okay, ihr kümmert euch um das Boot. Ich sehe mich hier erstmal alleine um. Das wird mir am wenigsten an ihm fehlen. Und genau das hatte ich dir vorher schon gesagt. Und dich werde ich genauso wenig vermissen. Das sind nur Fakten, Meg. Nein, du trittst mich, wenn ich am Boden bin. Du bist ein ganz schöner Klugscheißer. Deshalb hast du lieber den Chief von Longcrow genommen? Ich denke immer noch an dich, Mac. Wir sind beruflich hier, Jake. Eine Scheiße. Wer baut sich so ein monströses Haus hier draußen? Es sieht anders aus als... Anders? Was meinst du damit? Ich gehe jetzt rein und sehe mich um. Wartet hier. Hallo? Polizei! Jemand zu Hause?
Ist ein großes Haus. Aber ich konnte nirgendwo was Lebendiges entdecken. Sollen wir wieder umkehren? Trautes Heimglück allein. Wow. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so schlimm aussah. Ratten, möglicherweise? Waschbären? Ja, ziemlich große. Es kommt aus dem Keller. Hey, seht euch das an. Sieht aus wie ein Generator oder so. Wofür braucht dieses alte Haus so viel Strom? Kommt ganz darauf an, was man hier vorhat. Das hier könnte zum Verteiler führen. Und dieses da? Irgendwas ist hier unten. Interessant. Was? Die Kabel führen alle nach oben. Ich glaube, ich weiß auch wohin. Da war ein Zimmer, in das ich nicht reinkam. Ich schwör's euch, die Tür war vorhin noch verschlossen. Echt kranker Scheiß. Was ist das alles hier? Schon wieder gestochen, alles okay? Mann. Fass mich nicht an, John. Hey, pass auf, was du sagst. Jake, lass mich mal sehen. Mir geht's gut, sorry. Aber diese Scheißviecher haben's auf mich abgesehen. Und das hier ist Voodoo-Bullshit. Was für ein Wissenschaftler war er, sagtest du? Ich sagte gar nichts. Aber jetzt, wo du fragst, Physik. Teilchenphysik, genau gesagt. Nein. Was ist denn? Erinnerst du dich, als Greg und Anna sich wegen Jiffy Erdnussbutter gestritten haben? Ja, aber was hat das damit zu tun? Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie Jiff oder Jiffy hieß. Obwohl sie diese Erdnussbutter schon seit, keine Ahnung, den 70ern gegessen haben. Okay, und? Der Mandela-Effekt, Connie. Der Mandela-Effekt. Hast du dich nie gefragt, wieso seit 2008 Dinge auf der Welt nicht mehr dieselben sind? Es sind diese Wissenschaftler, weißt du? Seitdem sie angefangen haben, mit Partikeln zu spielen und dadurch mikroschwarze Löcher verursachen. Nichts ist mehr, wie es war. Komm schon, denk drüber nach. War es Jiff oder war es Jiffy? Huh. Oh, warte kurz.
Hier ist Connie. Wissen Sie, wer hier draußen so ein riesiges Haus gebaut hat? Oben am Porcupine River? Keine Ahnung. Aber die Old Arm Prior Eisenbahn führte dort hoch. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Überprüfen Sie die örtlichen Pelzhändler. Vielleicht können die uns ja weiterhelfen. Oder die Bush-Piloten. Vielleicht sind sie hier irgendwann. Boss? Hallo? Connie? Connie? Und? Hast du dir so dein Karriereende als Chief von Lone Crow vorgestellt? Ich dachte, ich wäre etwas betrunkener. Mit einer Bärenfellmütze auf dem Kopf. Ja. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Was? Jetzt klaust du mir die Frau und servierst sie ab. Du hast uns beide verarscht, Mann. Was ist dein Problem, Jake? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ja, nur dass es dich einen verdammten Scheißdreck angeht. Genau das siehst du falsch. Es geht dich nichts mehr an, seitdem Mac dich damals rausgeschmissen hat. Und das war lange bevor wir zusammengekommen sind. Also erspar mir den scheiß Blödsinn, hörst du? Ist eine verdammt coole Story, hm? Mir gefällt, dass du der Held bist und ich der Idiot. Du bist der Idiot, Jake. Ja, aber du bist kein Held, John. Ist eine verdammte Schande, dass du nicht siehst, was direkt vor deinen Augen ist. Glaub mir, ich mach das nur für sie und nicht für dich. Du machst denselben Fehler wie ich. Hey! Hey. Ist alles okay? Bestens. Bist du sicher? Denn dein Auge sieht ein wenig... Ich brauche keinen Arzt. Alles gut. Na dann? Denn das? Tut mir leid, ich habe mir überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn wir alle im selben Zimmer schlafen. Wieso? Als Vorsichtsmaßnahme. Und wir könnten abwechselnd Wache halten. Nein, versuch's mal bei Jake. Ich kann nicht schlafen. Seit dem letzten Mal ist irgendwas mit dem Haus passiert. Was meinst du? Ist nicht dasselbe. Es ist anders. Es ist so, naja, alt geworden oder sowas.
Ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann. Diese ganzen Kabel hier. Und die Luft hier drin riecht wie... irgendwie metallisch oder sowas ähnliches. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich war wochenlang allein im Buschland. Aber dieses Haus? Auf gar keinen Fall. Du hast nie gefragt, ob ich mitkommen würde. Hättest du denn ja gesagt? Wärst du denn geblieben? Hättest du mich darum gebeten? Hätte es denn irgendwas geändert? Was für eine gemeine Frage. Soll das jetzt so weitergehen? Und wir warten darauf, wer zuerst was Falsches sagt? Wäre es dir lieber, wenn wir gar nichts sagen? Wäre das denn einfacher für dich? Warte, bitte geh nicht. Der Strom ist aus. Was zum Teufel ist das? Jake? Vielleicht musste er kurz pinkeln oder so. Wer sind Sie? Okay. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich bin ruhig. Wo ist mein Ehemann? Ihr Ehemann? Sind Sie Linda Parsons? Nicht bewegen. Mein Name ist John Hawkins. Ich bin der Chief vom Lone Crow Police Department. Was machen Sie hier? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Ich bin hier, um meinen Mann zu finden. Mrs. Parsons. Linda. Ein männlicher Leichnam wurde bei Lone Crow gefunden. Südlich von Lone Crow. Unten am Fluss. Deswegen sind wir hier. Es tut mir sehr leid. Kann ich was für Sie tun? Es könnte etwas wärmer sein. Der Generator ist ausgefallen. Vielleicht kann ich ihn zum Laufen bringen. Sei vorsichtig.
Als ich ankam, ging der Strom noch. Darf ich fragen, wann das gewesen ist? Gestern. Glaube ich. Sie sind sich nicht sicher? Was ist mit ihm passiert? Wir hoffen, dass ein paar Tests das aufklären werden. Sie hoffen? Natürliche Ursachen wurden bereits ausgeschlossen, aber mehr kann ich Ihnen noch nicht sagen. Alles okay da unten? Ja, ich krieg ihn aber nicht zum Laufen. Sie sagten, Sie kamen hierher, weil Sie Ihren Mann suchen. Woher wussten Sie, wo er ist? Hat er Sie kontaktiert? Nein, ich habe bei der Vermittlungsagentur angerufen. Vom Haus. Und ich charterte ein Wasserflugzeug. Wo ist der Pilot? Er ist nicht geblieben. Ich wollte es so. Also, dann waren Sie ganz allein gestern Nacht. Mein Ehemann war ja hier. Der Strom war an. Ich habe gewartet. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Sie sind gerade erst zurückgekommen? Ja. Okay. Alles klar. Die Leiche war ziemlich entstellt, aber wir fanden den Ausweis ihres Mannes. Das beweist doch nicht, dass er es war. Sie wissen es nicht genau. Die Hand ihres Mannes. Was ist denn? Als Sie ankamen, haben Sie niemanden da draußen gesehen? Nein, habe ich nicht. Was ist los? Ihr bleibt hier. Jacob! Dieser Vollidiot. Hast du das Ding angestellt? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht zum Spaß hier, Mann. Was zum Teufel ist das gewesen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Wie bist du dann nach oben gekommen? Ich habe geschlafen und auf einmal wache ich auf und bin auf dem verdammten Dachboden. Nein, fass mich nicht an, okay? Ich werde mich ein bisschen hinlegen. Hey. Hey. Wo ist Linda? Immer nach oben. Ist alles okay? Nein. Überhaupt nichts ist okay. Wovor haben Sie die her? Ich habe sie gefunden, als ich unten war. Sie sagten ihren Namen. Vorhin. Sie riefen nach Isabel. Wenn man sein Kind verliert, sieht man es überall. Diese Maschine nahm sie mir. Was genau macht dieses Ding? Es ist eine Art Teilchenbeschleuniger. Er benutzt elektrische Felder, um geladene Teilchen auf große Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Und wie gefährlich ist es? Jeder, der dort reingeht, der... Der... Und für die anderen? Linda! Als ich herkam, war das Zimmer verschlossen. Woher haben Sie den Schlüssel? Ich habe keinen. Die Tür war offen. Was können Sie mir zu dem ganzen Zeug sagen? Ich habe schon seit über 10 Jahren mit Cole gearbeitet. Und das hier ist nicht seine Arbeit. Sind Sie sicher? Okay. Na gut, wenn das nicht seine Arbeit ist, dann... Was zur Hölle ist das dann? Vielleicht hatte er Unterstützung. Jemanden, mit dem er heimlich kommuniziert hat. Ich weiß nicht, warum ich hiervon nichts wusste.
Ich konnte manchmal hören, wie sie nachts telefonierten. Okay. Tja, vielleicht finden wir die Antworten auf seinem Computer, wenn wir an die Daten kommen. Fragen Sie mich um Erlaubnis? Ich frage Sie nach dem Passwort. Ich wünschte ja, ich könnte Ihnen helfen. Hören Sie, ich weiß, dass das schwierig für Sie ist, aber wenn ich herausfinden soll, was mit Ihrem Mann passiert ist, dann... Linda? Linda! Hallo, Tinkerbell. Ich denke, das habe ich verdient. Wir hatten Grund zur Annahme, dass Sie tot sind, Mr. Parsons. Ein Kanu wurde ans Ufer gespült. Darin befand sich ein Leichnam, der stark verstümmelt war. Meine Güte, das ist ja fürchterlich. Also nochmal von vorn. Sie engagierten Miss Fulbright und charterten ihr Boot. Wessen Boot? Meins. Oh, ja. Es ist bloß schon so lange her, ich hab's vergessen. Hast du mich auch vergessen? Was? Nein. Linda, ich könnte dich doch nie im Leben vergessen. Niemals. Ich musste nur für eine Weile weg. Eine Weile? Es war mehr als ein Jahr. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Kannst du mir ein Glas Wasser holen? Aber nicht aus der Leitung, bitte. Ich traue dem Wasser hier nicht. Na klar, ich hol dir Wasser. Wie geht's dir denn? Besser. Danke. Jetzt, wo sie offensichtlich am Leben sind, stellen sich mir auf einmal vollkommen andere Fragen. Warum finden wir bei dem Leichnam Ihren Rucksack? Na gut. Dann erzählen Sie mir von der Maschine unter Ihrem Dach. Daran habe ich hart gearbeitet. Wirklich sehr hart. Ist es vielleicht etwas, das jemand gerne stehlen würde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was würden Sie tun, wenn es so wäre? Hawk, hier ist Conny. Mal wieder. Bitte rufen Sie mich so schnell wie möglich zurück. Es gibt neue Entwicklungen. Oh, was gibt's denn, Alex? Weißt du, ich habe über diesen Wissenschaftler nachgedacht. Und? Und ich will dir echt keine Angst machen, aber... Mir kann man nicht so leicht Angst machen, das solltest du mittlerweile wissen. Ja, ich weiß. Aber hast du den Namen Cole Parsons schon mal gehört?
Was ist mit ihm? Naja, er war eine ganz große Nummer beim CERN, bevor er gefeuert wurde. CERN? CERN. Das weltweit größte Zentrum für physikalische Grundlagenforschung. Und weißt du, was sie dort machen? Schwarze Magie-Rituale. Es gibt hunderte YouTube-Videos, guck sie dir doch an. Ich bin echt überrascht, dass du sie nicht kennst. Oh, okay, aber wieso sollten sie ihn... Hör mir gut zu. Menschen auf der ganzen Welt hören andauernd dieses verrückte, merkwürdige, summende Geräusch. Aber sie wissen nicht, was es ist und wieso nicht, denn es gibt überhaupt keine Erklärung dafür. Sie haben hier die Pforten zur Hölle geöffnet. Und Parsons, ich sag's dir, der ist die Wurzel allen Übels. Ich muss arbeiten, Alex. Oh, komm schon. Conny, bitte, lass nicht zu... Natürlich. Dachtest du wirklich, ich finde dich nicht? Cole. Ich habe das Zimmer oben gesehen. Dieses Ding unterm Dach. Ihre Puppe. Wieso, Cole? Wieso hast du ihre Puppe hergebracht? Ich habe sie gebraucht. Rede mit mir. Bitte. Ich bin hier, weil ich wissen muss, was passiert ist. Mit euch beiden. Nicht jetzt. Leg dich wieder hin. Sie mich hören. Oh mein Gott. Jacob, lassen Sie mich los. Hier ist kein Empfang. Ich muss mit Conny reden und... mir unsere nächsten Schritte überlegen. Ich glaube, als nächstes sollten wir Jake von hier wegbringen. So schnell es geht. Chief! Jacob? Jake? Jake, ist alles okay? Sehen Sie sich seine Hand an. Seine Hand.
Ach du Scheiße. Wir müssen ihn hier wegbringen. Sofort. Rufen Sie ein Flugzeug, machen Sie irgendwas. Ich bekomme hier keinen Empfang. Wir haben das Boot. Ich gehe runter zum Fluss. Vielleicht klappt es dort. Okay, gut. Versuch's. Okay. Was zum Teufel passiert mit Ihnen? Ich bin doch keine Ärztin. Nein, aber Sie wissen mehr, als Sie zugeben wollen. Er war... Was denn? Er war in der Maschine, als sie aktiviert war. Ich glaube, niemand weiß genau, was für einen Effekt sie auf die Molekularstruktur hat. Nicht einmal Ihr Ehemann? Nein. Er hätte es nicht wissen können. Er hätte ihr niemals wehgetan. Was haben Sie gerade gesagt? Er hat sie geliebt. Mehr als alles andere. Er hat's nicht gewusst. Sehen Sie mich an. Er hätte es nicht wissen können. Ist Ihrer Tochter dasselbe passiert? Nein. So war es nicht. Sie müssen mir glauben, bitte. So ein kranker Scheiß. Das Boot. Ich bin mir sicher, ich hab's gestern am Ufer festgebunden. Hier verschwinden oft Dinge. Haben Sie was damit zu tun? Nein. Irgendjemand schon. Sieht wohl ganz danach aus. Wollen Sie mich etwa gerade verarschen? Sehen Sie unten beim Camp nach. Was für ein Camp? Flussabwärts. Eine Meile von hier. Anderthalb vielleicht. Ja, ich hab's auf dem Weg hierher gesehen. Es ist da, wo wir dieses Ding gesehen haben. Okay. Wir sehen es uns an, aber wir müssen uns beeilen. Warte, was ist mit Jake? Wir kümmern uns gleich um ihn. Jetzt komm schon, komm! Das Problem hier, das sind Sie. Was haben Sie gesagt? Megan, was hat er zu dir Lass gesagt? Lass uns gehen, okay? Was haben Sie gesagt? Verdammt nochmal, John! Er hat's nicht anders verdient, glaub mir. Stehen bleiben! Was gibt's da zu lachen? Was hat er zu dir gesagt? Keine Ahnung. Als ob du jetzt noch aus Longcore weg darfst. Dann ist es eben so. Komm schon, los jetzt. Jake, bist du das? Jake, kannst du mich hören? Ich kann dich leider nicht hören. Warte kurz. Jake! Sag Hawk, dass wir die Ergebnisse aus dem Labor haben. Der Tote in dem Kanu ist Cole Parsons. Es wurde bestätigt, was wir schon vermutet haben. Er soll mich zurückrufen. Bald bist du wieder zurück. Hawk. Du meine Güte.
Hi, Tinkerbell. Ich wusste, du würdest mich finden. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Ich hab's geschafft, Linda. Ich habe die Grenze der Realität überschritten. Und ich konnte dort etwas spüren. Ich habe etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Was hast du getan? Ist sie hier? Nein! 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 Wo ist sie? Oh. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ich bin schwanger. Und wie lange weißt du es schon? Mac. Lass uns später darüber reden, okay? Ja. 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 Okay, komm. Komm.
ist der hin? Was ist das für einer? Ist der Typ ein Wissenschaftler oder ein verdammter Magier? Ich fürchte, wir müssen hier vom Schlimmsten ausgehen, okay? Ja, das glaube ich auch. Nein, nein, warte, warte, hör zu, hör zu. Hör mir zu. Das ist mein Job. Richtig. Ich brauche dich genau hier. Du gibst mir Deckung. Jacob? Jake! Jake! Okay, ich hol dich hier raus. Was immer es war nicht Jacob. Oder was von ihm noch übrig war.
Gib mir meine Tochter. Mami, wo bist du? Isabel? Wir müssen dieses Ding zerstören. Wie? Ich werde hier alles in die Luft jagen. Okay.